diese Mutproben à la Klaas und Joko oder Charlotte Roach sind also Kastrationsverwerfungströstungen, illusionäres Theaterspektakel, um das Publikum in Illusion zu wiegen, zu trösten. Schaut mal her, wenn ihr es auf die Spitze treibt, ein bisschen euch athletisiert, ein bisschen Mut habt, dann gelingt es euch, dem Tod von der Schippe zu springen und das Unvermeidliche vielleicht nicht ganz zu vermeiden, aber doch sehr hinauszuzögern und noch dazu die Belohnung des Auftrags und die Lust der Erleichterung, die einem anzeigt oder die den hohlen Sinn des Lebens auffüllt, mit Glücksempfinden zu erleiden und zu erleben. Und dies in einer Manier von abgeklärter Chuzpe oder, ja, das richtige Wort finden wir jetzt nicht.